Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Schwestern und Brüder, strebt nach dem höheren Gnadengaben. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Herz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis besitze und damit Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Vollen übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zaum reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ihr Vater, Detmar von Mallinckrodt,
Ihre Mutter ist Bernardine von Achtmann. Pauline schreibt in ihren Aufzeichnungen über das Leben in der Familie, dass sie eine glückliche Kindheit im Kreis ihrer drei jüngeren Geschwister verleben durfte. Die Konfessionsverschiedenheit der Eltern, der Vater war evangelisch, die Mutter katholisch, haben Paulines Glauben sehr beeinflusst. Auf der einen Seite wurde sie so ganz konkret mit der Bitterkeit der Spaltung des Glaubens konfrontiert. Auf der anderen Seite trifft sie ganz bewusst ihre Entscheidung für den eigenen Glauben und behält sich gleichzeitig eine Offenheit anders Glaubenden gegenüber. Der Vater toleriert, dass die Mutter die Kinder katholisch taufen lässt, was nicht unbedingt so üblich war, denn der Vater geht damit ein berufliches Risiko ein, denn nach dem damaligen preußischen Gesetz mussten die Jungen die Religion des Vaters annehmen, die Mädchen dagegen durften in der Religion der Mutter erzogen werden. Der Vater, der sich darin aber in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt sah, lässt sich von diesem Gesetz nicht binden. Was zur Folge hatte, dass er zweimal bei einer Beförderung zum Präsidenten übergangen wurde. Die Mutter Paulines zeichnet sich durch eine Herzlichkeit und Güte aus, was auf Pauline einen positiven Einfluss genommen hat. Schon früh zeigt Pauline, dass sie vom Geist der Liebe erfüllt ist. Als Siebenjährige kam sie wiederholt zu spät zum Unterricht, was eigentlich nicht ihre Art war. Pauline gab zunächst keinen Grund an, warum sie zu spät kam. Schließlich entdeckte die Lehrerin in ihrer Schultasche Glasscherben. Als Pauline darauf angesprochen wurde, antwortete sie: Ich fand sie auf der Straße. Arme Kinder, die keine Schuhe haben, sollten sich daran nicht wehen. Bei Pauline lässt sich schon früh eine Liebe zum Gebet gepaart mit einer Liebe zum selbstlosen Helfen feststellen. Ihre Mutter hat diesen Geist entscheidend in ihr Mund gelegt. Daran beteiligt war auch ihre Lehrerin Luise Hensel. Ihre mitfühlende Güte und tiefe Gottverbundenheit hatte sie gerade auch von ihrer Lehrerin gelernt. Pauline von Manicott schöpft ganz aus dem Geist des ersten Korintherbriefs, wo der Paulus über die wahre Liebe schreibt. In diesem Lied geht es nicht um die Liebe zwischen Mann und Frau, auch wenn diese Lesung bei Trauungen verwendet wird. Paulus spricht ja einfach von der Agape, von der Liebe, die sich selbstlos schenken will. Die Liebe ist für ihn eine Gabe des Geistes, die den Menschen verwandeln kann und seinem Leben neuen Geschmack gibt. Für Paulus ist die Liebe eine Macht, die im Herzen des Menschen wirkt und all sein Tun prägt. Sie ist eine göttliche Kraft, die der Mensch braucht, damit sein Leben gelingt. Die selige Pauline war von dieser Liebe erfüllt. Es ging ihr um die Liebe, nach dem Motto: Die Liebe zählt nicht, nur die Liebe zählt. Jede Liebe ist und bleibt auch immer für uns,
soll, dass sogar die Lebenshingabe umsonst sei, wenn der Mensch die Liebe nicht hat. Nur die Liebe weitet das Herz. Die Liebe ist offen für alles. Das Herz, das von der Liebe erfüllt ist, verurteilt niemanden und schaut auf alles mit gütigem Blick. Liebe Schwestern und Brüder, Paulus zeigt, wie der Mensch sich verhält, wenn er vom Geist der Liebe erfüllt ist. Wenn die Liebe in uns die eigentliche Wirklichkeit ist, dann wirkt sie sich aus in einem ganz neuen Verhalten. Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allen Stand. Die Liebe ist das Wichtigste. Wo ein Mensch von der Liebe bestimmt wird, da haben zerstörerische Gedanken keine Chance. Die Liebe ist wie eine Säule, die das ganze Haus des Menschseins trägt. In diesem Sinne wird die gelebte Liebe für uns Menschen zu etwas, das uns zur Lebensfülle führt. Dort, wo wir uns um die Liebe bemühen, werden wir letztlich unserem menschlichen Wesen gerecht. Wenn die selige Pauline von Malinkot schließlich zur Lebensfülle gefunden hat, dann deshalb, weil sie ein Mensch der Liebe war. Die Liebe war in ihrem Leben stets bestimmend. Als Pauline 17 Jahre alt ist, erkrankt die Mutter schwer. Sie ahnt, dass sie bald sterben wird. Pauline empfindet tiefen Schmerz, aber der Mut der Mutter gibt ihr auch Kraft. Pauline versucht nach dem Tod der Mutter ihren Platz in der Familie einzunehmen, obwohl sie sich manches Mal davon auch überfordert fühlt. Sie geht liebevoll mit ihren jüngeren Geschwistern um und unterstützt den Vater. Sie ist immer darauf bedacht, den Menschen mit Liebe zu begegnen. In ihrem Herzen ist viel Platz für andere. Sie findet trotz aller Anspruchnahme durch die Familie noch Zeit, für Arme und kranke Menschen da zu sein. Die Armen finden schon damals ein offenes Herz bei ihr. Schon als 13-Jährige hatte Pauline ihr Taschengeld an Arme und Kranke verschenkt. Weil Pauline erfüllt ist von der Liebe, wird der Drang zu lieben immer größer. Diese Liebe drängt sie, den Armen und den Behinderten zu helfen. So ist es nicht verwunderlich, dass in ihr der Entschluss heranreift, sich ganz in den Dienst der Armen zu stellen. Sie löst in dieser Zeit auch die freundschaftliche Bindung zu einem jungen Mann, zu dem sie sich hingezogen fühlte. An ihre Lehrerin schreibt sie: Es ging ihr ein neues Leben auf. Das Verlangen der 18-jährigen Pauline, ihr Leben ganz Gott und den Armen zu schenken, lässt sie nicht mehr los. 1839 geht der Vater in Pension und zieht mit Pauline in die Nähe von Paderborn auf das Gut Bödecken. Der Umzug fällt ihr schwer, denn sie musste ihre vertraute Umgebung in Aachen verlassen. Aber auch in Paderborn findet sie Gelegenheit, den Armen und den Behinderten zu helfen. Dem Wunsch, Ordensschwester zu werden, steht der Vater ablehnend gegenüber. Pauline wartet und bittet Gott, ihr seinen Willen zu zeigen.
Hilfe für die Armen finden in Paderborn ein reiches Betätigungsfeld. Ihre Liebe treibt sie, den Menschen zu helfen. So gründet sie eine Kleinkinder-Verwahrschule, um so den Müttern zu helfen, die selber krank sind und sich nicht um ihre Kinder kümmern können. Von Schwierigkeiten lässt sie sich nicht aufhalten. 1842 erkennt sie die Notwendigkeit, eine weitere Aufgabe anzunehmen, die Sorge für blinde Kinder. Hier entdeckt sie nun ihr eigentliches Betätigungsfeld. Ihr Herz ist weit in die Liebe. Wo Menschen Hilfe brauchen, da lässt sie sich ansprechen. Mit ganzer Kraft wendet sie sich dieser Aufgabe zu. Sie betreut die blinden Kinder aber nicht nur, sondern sie versucht sie auch zu bilden. Sie erlernt dazu selbst die Blindenschrift. Diese Kinder spüren sehr bald, hier ist ein Mensch, der uns liebt, der uns froh macht, der Licht in unser dunkles Leben bringt. Als ihr Vater im April 1842 stirbt, ist sie nun ganz frei für die Arbeit mit den Kindern. Am 6. Dezember 1847 eröffnet Pauline offiziell in Paderborn ein Blindenhaus. Pauline geht ganz mit ihrem Dienst für die Kinder auf. Gleichzeitig wird der Wunsch, Ordensschwester zu werden, immer stärker. Wie kann sie beides miteinander verbinden? Sie sucht deshalb eine Ordensgemeinschaft, die bereit wäre, die Fürsorge für die Blinden zu übernehmen. Aber es findet sich keine. Paulines Liebe ist echt. Sie will nicht einfach ihre Wünsche folgen. Sie will Gottes Willen tun. Deshalb wartet sie. Wer liebt, der vertraut. Pauline vertraut auf Gott. Und das Vertrauen auf Gott führt sie schließlich zu einer Lösung ihrer inneren Auseinandersetzung. Sie sucht den Weihbischof von Köln, Gottfried Anton Claßen, auf, der ein Freund der Familie ist. Er rät ihr, den Bischof von Paderborn zu bitten, eine klösterliche Kongregation gründen zu dürfen. Pauline sucht im Gebet eine Entscheidung. Schließlich geht sie zum Bischof, der einverstanden ist. Schwieriger ist die Erlaubnis, staatlicherseits zu erreichen. Die Kulturkampfgesetze verbieten die Gründung neuer Ordensgemeinschaften. Aber es gelingt Pauline schließlich, die staatliche Genehmigung zu erhalten. Sie schreibt eine Ordensrede. Am 21. August 1849 werden Pauline und ihre drei Gefährtinnen unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in der Bußdorfkirche in Paderborn eingekleidet. Die kleine Gemeinschaft trägt, wie soll man es anders erwarten, den Namen Schwestern der christlichen Liebe. Der Name drückt das aus, worum es Pauline geht, um die Liebe. Die kleine Ordensgemeinschaft wächst langsam und übernimmt immer neue Aufgaben. Schwester Pauline kümmert sich jetzt vor allem um die Schwester. Alles, was sie tut, tut sie aus Liebe. In der Chronik aus jener Zeit schreibt die Chronistin über sie: Alles atmet an der würdigen Mutter nur Liebe, Güte und Wohlwollen.
Pauline ist tief verwurzelt in der Liebe. Überall, wo sie hinkommt, herrscht Freude. Allen, besonders den Schwestern, Kindern, Armen und Kranken, wendet sie sich zu. Alle hört sie an. Allen gibt sie Ermutigung, Rat und Trost. Wo es Not tut, weiß sie zurecht. Aber auch dann weiß jeder, sie tut es aus Liebe. Liebe Schwestern und Brüder, Schwester Pauline war unter den Menschen ein Zeichen der Liebe. Es war nicht eine Liebe, die einfach nur aus sozialem Engagement gehandelt hat. Es war eine Liebe, die aus der Liebe Gottes kam. Weil sie sich von Gott geliebt wusste, deshalb wollte sie zurückliegen. Und ihre Mitte, aus der sie schöpfte, war die Liebe Gottes. Die Kraft für ihren unermüdlichen Einsatz schöpfte sie aus dem Gebet und der Eucharistie. Schon vor der Ordensgründung war die Eucharistiefeier die Kraftquelle, aus der sie lebte. Sie konnte stundenlang vor dem Allerheiligsten beten. Mutter Pauline weiß, dass sie der Hilfe Gottes bedarf. Sie strahlt stets Freude und Zufriedenheit aus, die sie aus der Nähe Gottes schöpft. Selbst größte Sorgen und Rückschläge können ihr diese Freude an Gott nicht nehmen. Das Leben der seligen Pauline zeigt uns, dass Nächstenliebe aus der lebendigen Beziehung zu Gott kommt. Die lebendige Beziehung zu Gott aber braucht das Gebet. Auch das sollten wir uns bewusst machen. Im Jahr 1871 beginnt unter Reichskanzler Bismarck in Deutschland verschärft der Kulturkampf, der besonders den Ordensleuten das Leben schwer macht. So werden Gesetze erlassen, nach denen die Ordensschwestern nicht mehr in den Schulen unterrichten dürfen. Die Ordensgemeinschaft zählt nun immerhin 245 Schwestern, die in 32 verschiedenen Wirkungskreisen arbeiten. Pauline musste hinnehmen, dass so manche Einrichtung geschlossen wurde. Aber auch das konnte ihr Vertrauen in die Liebe Gottes nicht erschüttern. Und siehe da, es eröffnet sich unerwartet ein ganz neuer Weg. In Nordamerika wurden Frauen und Männer gesucht, die als Missionare den Glauben verbreiten. Schon im April 1873 kam die selige 8 Schwestern nach Nordamerika senden. Ein Jahr später gingen die ersten Schwestern nach Chile. Die Mission blüht. Ihr Vertrauen in die Führung Gottes hat ihr Recht gegeben. Die Liebe zählt eben nicht, nur die Liebe zählt. Was in der Heimat durch menschliche Gesetze zum Untergang bestimmt war, wird nach einem höheren Gesetz, dem Gesetz der Vorsehung Gottes, zu einem neuen Leben. Selbst als Pauline durch die ungerechten Gesetze des Staates das von ihr gegründete Mutterhaus in Paderborn verliert, bleibt sie gelassen. Weil Mutter Pauline eine zutiefst Liebende ist, liegt ihr das Wohl der Schwester sehr am Herzen. Obwohl ihre Gesundheit in den letzten Jahren sehr unter den Sorgen und Belastungen gelitten hatte, drängt es die Schwestern im Übersee zu besuchen, um nach dem Rechten zu sehen. Sie ahnt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Deshalb ist es ihr ein Anliegen, jede Schwester noch einmal persönlich zu begegnen, sie zu ermutigen und zu stärken. Die Reise selbst wird für sie zu einer äußerst großen Strapaze, die sie an den
April 1881 stirbt sie. Mit ihr stirbt eine Frau, die sich aus Liebe zu Gott und den Menschen verzehrt hatte. Die Mitte ihres Lebens war Christus, die sichtbar gewordene Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes. Ihm wollte sie ähnlich werden. Sie war erfüllt von jener Liebe, die alles gibt. 1985 ist sie durch Johannes Paul II. Selig gesprochen worden. Ihre Gebeine befinden sich auf dem Gelände der Schwestern in Paderborn. Liebe Mitchristen, in Mutter Pauline haben wir einen Menschen vor uns, der aus der Liebe Gottes schöpfte und selbstlos weiterkam. Eine blinde Frau, die Pauline schon als Kind betreut hatte, schreibt nach ihrem Tod: Die man so liebte, ist von uns gegangen. Die so viel Gutes tat, ist nicht mehr. Und sie war so sanft. Diese einfache Frau bringt es mit einfachen Worten auf den Punkt, wer die selige Pauline von Malincotto